Hallo du da, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im spacigsten Abenteuer Autospace, nämlich Space Haven an Bord der Opticari 1. Ich heiße dich wirklich willkommen in dieser Folge und hoffe, du hast Spaß bei allem, was du siehst, Captain. Ja, wenn doch, also wenn es so ist, lass es mich doch wissen, wäre mega nice. Ich weiß, es ist übelst ätzend, wenn ein YouTuber das immer wieder wiederholt, aber er meint es nicht böse. Und er hat euch alle lieb. Und außerdem muss das scheinbar sein. Ja, ansonsten hab einfach Spaß bei der Folge. Der Rest ist dir überlassen. Wäre aber nice. Weiß Bescheid. So, ich wollte hier handeln. Der Kult. Ihr könnt doch bestimmt Waffen gebrauchen. Ah, Waffen gebrauchen. Eins, zwei, drei Stück. Wie sieht's mit unserem Essen? Boah, nicht so gut. Warum geht das immer weg? Ja, weil das besser ist als die Nahrung, die wir herstellen, scheinbar. Egal, wir verkaufen jetzt erstmal die drei Waffen und kriegen dafür 1000 noch was Credits. Und sind happy. Happy all the time. Crazy hört lieber hier alleine Musik. Also spockt nicht mit den anderen. So, Lucida baut jetzt hier schön auf. Die Tür können wir dann auch mal demontieren. Und eine Wand hinbauen. Wände. Zack. So. Jetzt muss ich mal gucken. Du musst gekoppelt werden mit ihmchen. Du musst dich hiermit koppeln. Und hier mit koppeln. Warte mal. Du musst dich hiervon trennen. Nee. Ja doch, hiervon trennen. Du musst dich hiermit verbinden. Okay. Und du bist jetzt demontiert. Und dann hoffen wir mal, dass nicht unser ganzer Stromkreis zusammenbricht. Sonst habe ich ein echtes Problem, Freunde. Aber gut. Können wir mal wieder ein Bett ausmachen. Mal eins zur Not anlassen, falls ich es wieder nicht checke. Aber hey, wir können einen Sprung vorbereiten. Tschu! Und ich mach mal auf Doppelgeschwindigkeit. Ist halt echt dunkel in den Kabinen, ne? Schon bitter. Wir müssten halt 1, 2, 3, 4, 5 Lampen rein. 6, um genau zu sein. Ja, und weiß nicht, ne? Eck weiß er nicht. Eck weiß wirklich nicht. Schwierig. Egal, der Sprung ist eingeleitet und wir springen. Und wir kommen von da. Da war vorhin eine Sonneneruption, glaube ich. Genau, letzte Folge. Gehen wir mal hier hin. Hier ist übelst viel abzubauen, muss man ja echt sagen. Noch viel Stuff, den ich bräuchte, vielleicht. Stationieren. Dann hätte ich gerne echt erstmal nur das und das. So. Daniel, Dori, Hazel und von Direktbefehl. Direkt ins Raumschiff, bitte. Diesmal warte ich auch, dass alle vier drin sind. Zack. Und dann docken wir mal direkt hier an. Damit wir die Chance haben, vielleicht das Raumschiff noch zu knacken, bevor irgendwas angesagt wird, was unser Raumschiff zerstören möchte. Ding, ding. Ding. Zack, alle raus und
Okay. Einfache Geschwindigkeit bitte. Okay. Ein Gang, das liebt jeder, der dieses Spiel spielt. Gänge sind super. Oh Gott. Okay, das sieht schon mal nicht so nice aus. Leute, trefft ihr auch? Was ist los mit euch? Okay. Gehen erstmal hier lang. Nicht das Bett kaputt machen. Okay. 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 Gucken erstmal hier in dem Bereich. Dann haben wir den nämlich schon mal erforscht. Okay. Dann haben wir wohl anscheinend bald 11 Mitglieder. Es geht ja jetzt ruckzuck am Anfang noch um. Gold, wir kriegen keine. Keiner will mit uns fliegen. Und jetzt guckt ihr das an. Eins nach dem anderen. Ein Mate nach dem anderen. Guck mal, Credits auch lecker. Sauber. Und dann wieder zurück hier. Und dann darf jemand unseren guten Freund hier befreien. Was super geil ist. Ich weiß, es wird dann auch von den Ressourcen her nicht mehr so leicht irgendwann. Aber was man hat, das hat man. Okay. Less ist auch nicht so gut in Waffen, auch nicht so gut in irgendwas anderem, aber gut in Rohstoffabbau und Botanik. Also nice. Gut. Less, versuch mal lebendig ins Schiff zu kommen. Und alle anderen, gebt ihr mal Rückendeckung oder so. Let's vorrücken. Ach, und wisst ihr was? Holt euch eben Sauerstoff. Schnell bitte. Okay. Jetzt brauchen wir auch bald eine zweite Shuttle. Shuttle. Sonst wird's gefährlich. Beziehungsweise, es wäre halt nützlich, ne? Sagen wir es mal lieber so. Oh je, hier sieht's aber nicht so geil aus. Kommt das Auge jetzt oder nicht? Oh Gott. Uiuiui. Dori, stell dich mal hinten an. Oder stellt euch mal alle hier hin. Dori, du gehst hier hin. Oh. Komm, ihr müsst jetzt hier aufmachen. Ihr müsst diese Eier wegballern. Feuer! Feuer! Wollt ihr mich veräppeln? Okay, wir müssen uns vielleicht zurückziehen, Leute. Warum nimmst du denn nicht alles Spiel? Nimm doch einfach alle. Oh ne. Also, du musst dich jetzt vor Daniel stellen. Feuert auf das Auge, verdammt! Oh Gott, Leute! Heftiger Scheiß. Oh, ich habe echt ein bisschen Angst gerade. Ich glaube, das ist ein bisschen risky. Ein
Wir sollten vielleicht hier hin, da haben wir, glaube ich, bessere Schusspositionen. Daniel sieht halt echt nicht gut aus. Ballert einfach auf alles, was da steht, Leute. Auf alles. Das wäre super nice. Kommt schon. Treff doch mal. Ja. Huh. Heilige Handgranate. Okay, bitte kein Auge mehr. Müssen wir das Schiff jetzt erforscht haben? Okay. Warum ist das nicht erforscht? Egal, dann ab nach Hause, Leute. Gönnt euch Sauerstoff. Es ist halt schon bitter. Warum ist das jetzt nicht erforscht? Les, du musst einmal raus. Daniel, Dori, Hazel und Von haben jetzt Vorrang. Und du bringst ganz schnell nach Hause und kommst dann ganz schnell wieder. Ich weiß nicht, ob das schlau war jetzt. Lässt halt durch. Irgendwo muss hier halt noch ein Monster sein, ne? Okay. Alle raus. Und wir hauen dann ab von dem Schiff. Und erholen uns erstmal und schicken dann vielleicht nochmal eine Crew drauf. Aber da wird wieder alles so verseucht sein, denke ich. Rein da. Und du direkt Befehl aus. So. Ist halt schade, ne? Hier ist schon nicht viel Loot. Aber egal, wir haben ein neues Teammitglied. So langsam müssen wir schon runterscrollen wie Sau. Ah, schön. Erstmal den Zeitplan. Oh. Abändern von ihmchen und ihmchen. Hier noch Freizeit draufgeben. Hier noch Freizeit draufgeben. Okay, und dann die Prioritäten noch von Addison. Nee, von Les, ne? Les war das. Boah, es werden immer mehr Leute. Aber alles Männer. Okay, Les kann das mit. Was ist denn für eine Nummer? Hab ich gerade einen gruseligen Anruf, aber kann ich jetzt nicht dran gehen. Les kann Botanik, Les kann abbauen und tragen. Ja, stimmt. Hatten wir ja gekügt. Hazel, Dori. Macht mal alle Pause. Ich bin das gewohnt, dass sie immer automatisch aus dem manuellen Angriffsbefehl rausgehen. Aber, also wenn man andockt, aber haben sie anscheinend nicht. Ja, schade. Dass wir das nicht mehr abräumen konnten. Aber die Ressourcen nehmen wir dafür noch mit. Scheinen ja keine Naturkatastrophen zu kommen. Soweit. Daher geht's erstmal noch. Das Stromsystem ist auch nicht zusammengebrochen. Juhu! Läuft also alles. Sehr schön. Ach, das ist schön. So wünscht man sich das. Dann springt man in eure Käpselchen. Müssen jetzt sogar 4 Leute sein, die loskatzeln. Wo ist Les? Les, Hazel, Dori und Space Cowboy? Ah, er ist noch am Logistikarbeit vollziehen. Und wo ist Von? Trägt zum Lager. Wie sieht unsere Forschung aus? Oh, der Optronic-Hersteller ist auch schon fast erforscht. Aber ich will jetzt von Von erstmal. Geh mal ruhig mehr forschen erstmal. Von. Herr von und zu. Ja, ein Schiff ist eingetroffen. Hat den so. Nix. Ich wollte auch nicht unsere Waffen wirklich haben, ne? Viel Geld. Ja, dann brauche ich euch nicht. So, jetzt muss ich aber bald echt drüber nachdenken, wie ich hier anbaue.
das mache. Bearbeiten, Rumpferweiterung. Ich glaube, ich baue erstmal hier den Bereich dran. Ja. Machen wir so. Ja, abgebaut wird hier. Das geht ruckzuck. Wie sieht ihr so aus? Auch nicht so mega bestückt, ne? Für Militärallianz. Ist doch Militärallianz, ja. Das könnt ihr aber besser, Jungs und Mädels. Wartet nur ab, bis unser Schiff ausgerüstet ist. Wartet ab. Wenn wir so einen Zielstörsender hier... Warte, wo ist es? Da oben. Zielsystemstörsender erforscht hat. Haben, können wir auch einfach ein Fertigungsschiff bauen und das damit ausstatten und dem anderen die Waffen geben. Dann haben wir so ein Scanner-Schiff oder so, wisst ihr? Halt, was nicht so krass bewaffnet ist. Das wäre nice, dass es... Damit könnte man dafür sorgen, dass das Feuer auf das Schiff gelenkt wird, was die größte Höhenstärke und Schildstärke hat. Ja, Brille erklärt. Ich möchte mal wissen, wer mich da angerufen hat, verdammt. Muss ich erstmal abchecken. Das war nämlich eine Nummer, die ich nicht kenne. Absolut nicht. Ja, ich sag mal, hier wären jetzt zwar vielleicht ein paar Ressourcen gewesen. Ich sehe aber absolut keine Kisten. Nothing. Naja. Ist nicht so schlimm, den Verlust, den wir dadurch haben, da nicht drauf zu gehen. Hier wird auf jeden Fall fleißig abgebaut. Kater. Bin ich voll erschrocken. Du Sack. Lass mich erschrocken. Frech. Entschuldigt, dass ich mit meinem Kater während des Let's Plays rede, aber manchmal kann ich ihn nicht zurückhalten. Das ist einfach ein so guter Gesprächspartner. Echt. naja, aber läuft. Hier ist gleich alles abgebaut. Es sind auch 4 Miner im Betrieb gerade, also in Arbeit. Ich brauche ein Klinikbett, ja. Daniel. Sofort. Hier hast du Klinikbett, hier ist schön. Ah, da legt er sich dann wahrscheinlich zum Schlafen rein, oder? Hä? Geh da hin. So. Oh. So. Schlafen. Oh, toll. Den einen hättet ihr jetzt auch noch mitnehmen können. Naja, egal. Dann müssen wir halt warten. Bis die gepennt haben. Den einen abgebaut und weg. Dann können wir weiterfliegen. Oh, Wasser. Muss ich unbedingt anmachen. Ganz dringend. So, und hier wurde gebaut. Das heißt, ich kann jetzt erstmal hier das Thermostat wegmachen. Wo Baupriorität? Dann... So, hier noch Bereich für Pflanzen dran bauen. Wenn man dafür Wände, solche. Also Graufliesen gibt es natürlich auch noch, ne? Mal gucken, wie wir das designmäßig machen. Aber das kriegen wir schon mal hin. Bin ich ganz zuversichtlich. Hauptsache, wir haben nicht wieder so Wandbugs. Das wird mich nerven. So, ach, hier ist ja auch einer. Ja, come on. I don't verstehe es. Egal. Nicht so schlimm. Wir können auf jeden Fall einen Hypersprung einleiten. Und ich bin wieder auf Vorbildgeschwindigkeit. Aber ist egal. Springen. Sprung. Spring, Sprung, Sprung along. Hier war auf jeden Fall eine Naturkatastrophe.
Gehen wir erst hier hin. Und sammeln das, was da ist. Ja, die nächsten Folgen wird viel gesammelt sein, aber hier sind auch ein paar leerstehende Raumschiffe. Und wie ihr seht, ist unser Team jetzt richtig krass gewachsen. Wir haben jetzt 4, 9, 10, 11 Teammitglieder. Wir müssen bald schon wieder einen neuen Bettraum anbringen, ja, also. Das ist schon nice, ist das. Oh, geil, Kohlenstoff, lecker. So. Oh, richtig großes Team mittlerweile. Der ist gefällt mir. Forschung läuft. Umbau hier läuft auch. Hohe Baupriorität bitte. Los, los, zack, zack. Los, los, zack, zack. Was macht. Warum? Richtung bauen. Du bist wieder schon auf dem Weg. Oh, nice. Wir sollten schleunigst hier weg. Alle Kapseln bitte nach Hause kommen. Sofort. Scheiße, jetzt habe ich natürlich die unedlen Metalle vorher abgedingst. Obwohl, warte mal, wir müssen hier gar nicht weg. Wir müssen hier gar nicht weg. Oder? Oh, ich will aber irgendwie. Komm. Komm nach Hause. Komm nach Hause. Okay. Ja, es mag feige sein. Aber es ist so. Ich habe keinen Bock, meine Leute zu verlieren. Wo ja auch viele von euch dabei sind, ha? Das macht mir nochmal Doppeldruck. Auf euch aufzupassen. So. Fascinating. Wir leiten den Abbau ein. Dann leiten wir hier auch den Abbau ein. Und ich glaube, unser Team ist nicht fit genug. Dori ist wieder und von. Ja, obwohl, das könnten wir schaffen. Kommt. Du bist demontiert. Du bist demontiert. Kommt schon, Leute, rein da in das Shuttle. Ba-ba-bau. Oh je. Wieder so ein Triple Shot. Da kommen wir raus und stehen direkt. Egal. Stehen direkt im Nichts. Komm schon, kleine Shuttle, bring mir meine Leute. Yeah, yeah, yeah. Und direkt das erste Alien. Oh Gott. Geht ja gut los. Oh, Daniel hat direkt voll kassiert, Alter. Voll Kasko. Ach du Scheiße. Boah, wieso hat der denn so viel Schaden gemacht? Das scheiß Auge, ey. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber das Vieh ist wirklich nicht so geil. Wenn man sich vorstellen kann. Wenn man den Damage sieht, das Vieh gemacht hat. Und man hört Türen, das heißt, da sind Viecher unterwegs. Super. Todesfalle, ey. Ich bange gerade ein wenig um Daniel. Okay, bringt euch in Position. Hör mal auf. Okay. Langsam. Oh. Das Schiff ist noch relativ groß, ne? Daniel, mach mal auf, bitte. Ich weiß nicht, schlau Daniel da jetzt alleine reinzuschicken, aber wird schon passen. Oh.
Feuert. Das ist mir zu risky. Ich muss mich zurückziehen, ey. Komm. Von hier hin. Lucida hier hin. Dori hier hin. Und Daniel hier hin. Okay. Okay, im letzten Raum könnte halt viel Gewürm sein. Nee. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Und Daniel, du gehst hier hin. Und Dori, du gehst hier hin. Von Mama Uff. Geh mal rein. Oh Gott, das ist kein komplett verseuchtes Schiff. Gut, dass ich noch durchgezogen habe. Oh, The Gaze of Merlin heißt das Schiff. Und hat mich fast umgebracht. Mein Herz kann nicht mehr. Alter Falter. Deckbefehl aus. Und do your thing, boys and girls. Alter Falter. Daniel hat richtig kassiert. Dori auch. Es war schon eine knappere Kiste. Muss man sagen. Nicht so nice. So, wer kann das denn mal machen? Space Cowboy. Mach mal bitte diese Wand hier weg. Die nervt mich nämlich. Enorm. So. Ressourcen. Nee, gar nicht. Nahrung. Wir wollen ja so platzsparend bauen, wie es geht. Habe ich hier schon total kacke gemacht, ne? Egal. Knallen wir den hier hin. Den hier hin. Und den hier hin. Kann ich das nicht? Nee. Shit, ich dachte, ich könnte das in Pause setzen, sprich, dass sie das einfach nicht bauen. Aber so wissen wir, wie es aussehen soll. Das ist schon mal gut. Oh Mann, Leute. Gut, abgebaut wird auf jeden Fall. Auch hier im Schiff wird alles Nötige zusammengetragen. Da ist der Transfer schon abgeschlossen. Was ich sehr, sehr gut finde. Hier haben wir auch mal wieder ein bisschen Scrap gekriegt. Den kann ich jetzt auch mal verarbeiten. Sollte ja jeden Scrap anhaben, oder? Jo. Guck mal, wer ist da noch fleißig? Häselchen. Das Häselchen. Ja, und Daniel und Hazel und noch ein paar andere. Nee, Daniel war der Letzte, der noch im Schiff zurückgeblieben ist und alleine gearbeitet hat anscheinend. Ja, ich würde sagen, das ist ein guter Moment, um die Folge aufzuhören bzw. zu beenden. Ich hoffe, ihr freut euch genauso auf die nächste wie ich. Mir hat es wieder mega Spaß gemacht. Wenn es dir auch Spaß gemacht hat, lasst mich doch wissen. Würde mich freuen. Ansonsten einfach so geil bleiben, wie du bist. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Brille. Tschüss.